Ja, Fennekus und herzlich willkommen auf diesem Video. Ja, heute erzähle ich euch 10 Fakten über Kurumi Tokisaki. Aber ich bin nicht alleine. Hallo miteinander, schön willkommen zu euch. Ich bin 17 Jahre alt und mein Lieblingsanime-Genre ist Action und Romance. Ich bin ein riesen Bild-Anime-Fan. Am liebsten mag ich Kurumi Tokisaki. Und an diesem Tag kann ich auch noch das bei Ihnen machen. Dankeschön. Jo Leute, willkommen bei diesem neuen Video von NekoVlog.de. Ich bin der Playing Like a DQ und auf meinem Kanal findet ihr Commentary und sonstigen Stuff. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem neuen Video von NekoVlog.de. Bye bye. Fakt 1. Saphirs Kurumis Engel Kugelnamen stammen aus hebräisches Alphabet. Beispielsweise repräsentiert Aleph die ersten Kugel 1 Uhr. Elohim, ihr Astralkleid, bedeutet Gott in Hebräisch. Kommen wir zum Fakt Nummer 3 über die sexy Sweet Yandere Kurumi. Saphirs Name basiert auf einem Erzengel. Er wird außerdem mit dem Planeten Saturn in Verbindung gebracht. Saphir ist Kurumis Nebenkraft, also die Zeit, und der Schatten ist ihre Hauptkraft. Fakt 4. Er bedeutet ebenfalls Betrachter Gottes oder die Anschauens Gottes. Kurumis Level ist Rang S. Trotzdem, dass ihr Rang somit niedriger als der von Inverse Toka und Inverse Origami ist sie dennoch der stärkste Spirit in der Stadtartform. Rinne ausgeschlossen. Kommen wir zu Fakt Nummer 6 über die sexy, sweet Yandere Kurumi. Im Anime tauchte sie in Folge 5 bei der Minute 2, Sekunde 45 versteckt im Hintergrund auf, was ich wirklich nicht bemerkt habe. Sorry Leute. Fakt 7. Laut dem Autor ist Kurumi eine Yandere. Der Autor ersuch sie außerdem eine lange vor ein Data Life und ist am meisten mit ihr verbunden. Tsunako sagte, dass sie der Charakter sei, bei dem sich am meisten Mühe gegeben hat, sie zu zeichnen. Kommen wir zu Fakt 9 über die sexy, sweet Yandere Kurumi. Da will ich über ihre Eigenschaft reden. Kurumi hatte in ihrem menschlichen Leben eine Katze, die für satanische Rituale von Einbrechern ermordet wurde. Daher stammt auch Hass auf die Menschheit. Kurumi liebt kleine Tiere, zum Beispiel eine Katze, was okay ist. Fakt 10. Auch Kurumis Klone den gleichen Charakter haben und unterscheiden sich ausgeprägten der Eigenschaft. Das war's schon mit diesem Video. Danke an Playing Like a Deku, aka Monopanda und Nightmare Toki, dass ihr mitgemacht habt. Also bis bald, eure Neko. Ciao.